Wenn eine Sache gibt, das mich bissig macht, ist, wenn ich am Morgen aufstehe und ich weiß, dass der Kühlschrank leer ist. Ich stehe vor dem leeren Kühlschrank und ich denke, ich werde Luft heute Morgen essen und meine Laune verschlechtert sich. Wieso habe ich gestern Abend nichts gekauft? Weil ich ein Hund bin, weil ich eine faule Siech bin. Dann kommen deine Familie und deine Schwester und sie sagen, guten Morgen, und du so, haltet den Mund. Und dann sie fangen an zu diskutieren, ach, es kann nicht möglich sein, sie ist immer pissig. Diese Jugend von heute, die sind immer unzufrieden. Und du bist dort, what the fuck, ich bin selten pissig, aber manchmal, ich bin einfach pissig, das ist ganz normal. Ich bin einfach pissig. Du denkst dann, verpisst euch alle, ich schminke mich, ja? Gut, du verbockst deinen Drecks-Eyeliner noch dazu. Und dann bist du einfach vor dem Spiegel und du bist so, ah! Und dann nimmst du den Eyeliner, wischst du den Eyeliner weg, weil du bist verrückt. Und du hast das Gefühl, dass der Eyeliner schuld ist. Am liebsten würdest du auch noch die Tür treten. Aber die Tür hast du nicht selber bezahlt, von daher, du lässt die Tür in Ruhe. Aber der Drecks-Eyeliner, der hast du selber bezahlt, ja. Und der Drecks-Eyeliner wird jetzt bekommen, was er verdient hat. Dann du entscheidest, okay, war von cool an das Make-up, ich will kein Make-up auf meine dumme Fräse. Du gehst arbeiten, es ist endlich Feierabend. Du hast das Gefühl, dass deine Laune sich leicht verbessert hat. Denkst du falsch? Im Zug gibt es dann ein Typ, wo Döner isst. Daneben sitzt eine Frau, wo sich die Fußnägel feilt. Und als Dritte, so dass das Trio perfekt komplett ist, noch ein Typ, wo so laut am Telefon redet. Und du denkst nur, Halleluja, ich bin eine katholische Frau, aber wieso tust du mir das an? Ich weiß, dass jeder eine Kreuz tragen kann, aber man kann es übertreiben. Man kann es übertreiben. Don't be shady. Irgendwann bin ich dort oben und dann hörst du mich. Endlich kommst du heim und dann sagst du, weißt du was, ich bin fucking pissig, aber ist egal, ich nehme meine Bikinisachen und ich gehe am See. Das ist 8 Uhr am Abend. Das bedeutet, die Sonne scheint noch, alles ist noch schön, es gibt nicht viele Leute, du bist happy, du bist glücklich. Du guckst, wer im Wasser ist. Und wer ist im Wasser? Paare. Paare. Oh mein Gott, sie küssen sich. Gibt es in dieser See keinen Haifisch? Scheiße, ich schwöre, das ist eine wahre Geschichte. Ich bin dort am Liegen und ich höre so zwei Menschen, wo... Und das ist ein 60-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau. Und ich sehe, der Mann streichelt sie. Und die Frau macht so zu ihnen. Und zusammen sind sie dort so. Danach entscheidet die Frau, den Bauch von seinem Mann zu küssen. Und dann ist sie dort. Der Moment, wo ein 60-jähriges Paar ein größeres Liebesleben als ich hat. Und du bist dort. Weil ich habe Chips mitgenommen, weil ich bin eine Trashbag. So schön, die Liebe ist so toll. Und dann ich merke, dass ich gar nicht mehr im Wasser gehen kann, weil meine Verdauung sich angeregt hat und am Arbeiten ist, weil ich eine Kilo Chips gegessen habe, 3 Tiramisu und 50 Packung Popcorns. Und wenn ich im Wasser gehen würde, würde ich wahrscheinlich krepieren, was ich auch verdienen würde nach diesem Tag. Und dann, ich tue alles in der Tasche. Ich gehe im Auto, ich fahre heim. Und ich gehe pennen. Und ich hoffe, dass es den nächsten Tag keine schlechte Laune mehr gibt. My life, your life, our life. Jetzt geh, iss ein bisschen Tiramisu und du wirst dich besser fühlen. Und wenn du dich nicht besser fühlst, schreibe einfach unter in meine Kommentare, Rafa, du bist eine Trashbag und dann wirst du dich besser fühlen, okay? Tschüss, ihr Lieben, und bis nächstes Mal.